Nee, warte noch. Es wartet immer noch. So, aber wir sind schon auf Sendung. Ja, sind wir also, schon. Hallo, wir sind dabei. Ja, hallo liebe Leute. Heute mal ganz in Weiß. Weiß, die Farbe der Unschuld. So. Ja, du und ich. Ja. Sind aber schon ältere Klamotten. So. Ja, ist denn überhaupt schon jemand da? Ich sehe noch keinen. Du hast auch noch keinen Zahn in der Hand. Ja, sind schon fünf da. Komm mal hier, guck mal. So. So. Hallo Steffen. Willst du mal was sagen, Johnny? Ich glaube, mir fällt nichts ein. Ach so. Vielleicht, dass du morgen mitspielst? Ja, ich spiele morgen mit. Und was wirst du morgen singen? Old Town Road. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Morgen gibt es Old Town Road von John. Ja, so, ist da es ist doch. Es. So. Machst du die Tür zu? Und ja. Wehe, du kommentierst was. So. Ja, Hallöchen. Hallo. Ja, da sind doch schon einige Patrick, da. Patrick, guck mal, da ist der Patrick. Ja. Hallo Annika, Jennifer, guck Dennis. Guck mal, Patrick, was wir haben. Wir haben deine Werbung hier hinten gehängt. Also. Ein ganz, ganz tolles Geschenk. Ja, also der Patrick kam heute und hat uns zwei wunderbare Beutel gebracht, diesen Turnbeutel. Genau. Mit Duo Pepper. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich lese es sonst mal vor. Musik ist die Sprache der Leidenschaft. Ja, also sehr schön. Und auch noch ein, wie heißt das? Ein Brot- und Brötchensack. Ein Brot- und Brötchensack. Ja. Also ein Brot- und Brötchensack. Brötchensack. Ja. Tasche aber dann für, auch niederländisch. Eine Tasche für. Mit einer ganz schönen Windmühle. Ja. Ja. Ganz, ganz toll. Und dann haben wir, ja, ihr habt es ja wahrscheinlich schon auf dem Foto gesehen. Und wir haben noch ein Männchen bekommen mit ganz tolle Sachen, mit Schokohäschen und ja, von Theo und Romy. Ja, was auf dem vielen, Bild, vielen Dank. Was wir da schon geteilt hatten auf genau. Facebook. Ja. Also ganz, ganz und herzlichen Opa und Dank. Oma natürlich. Ihr seid echt toll. Wisst ihr was, ihr alle, die ihr hier zuguckt und uns schreibt und euch freut über die Lieder, ihr macht das Ganze erst zu dem, was es jetzt eigentlich ist. Sowohl für euch als auch für uns. An dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön dafür. Ja. Ja, heute spielen wir Lieder aus den, ja, wir haben sie mal Nuller genannt, weil die 10er, 20er sind es nicht, auch nicht die 80er, 90er. Nee. Das ging mit einer Null los, also sind wir bei den Nullern. Ja, wir dachten, wir machen einfach weiter dort, wo wir aufgehört haben. Und weil da sind auch ganz tolle Lieder dabei. Richtig, aber wir haben jetzt mal für euch eine kleine Aufgabe. Ihr seid ja nicht zum Spaß hier. Genau. Und zwar, wir haben für euch ein Lied versteckt in diesen ganzen Liedern, das nicht in diese Dekade reinpasst. Also, wenn ihr ein Lied hört, wo ihr denkt, das war doch gar nicht in der Dekade, also in dem Jahrzehnt, dann notiert euch das mal bitte und am Schluss werde ich die Frage stellen, welches das war. Und mal gucken. Darf sich für morgen ein Lied wünschen. Der darf sich dann für morgen ein Lied wünschen. Dürfen sich die anderen auch. Aber das wird dann auf jeden Fall gespielt. Auf jeden Fall auch gespielt. Vielleicht sogar als erstes. So, genug der vielen Worte. Ja. Fangen wir mal an mit meinem. Also schon, ich glaube, wenn man mich nachts aufweckt und sagt, sing dieses Lied, dann werde ich gleich loslegen können, weil ich glaube, das ist das meist gesungene akustische Lied, was wir haben. Richtig, und eigentlich fangen wir fast jede Session mit diesem Lied an. Das ist also sozusagen unser Standardstarter und der geht so. Wir hatten das auch, wann hatten wir das schon mal gespielt? Beim Country? Ach, ist egal. Öfter. Singing this is a life. When you wake up in the morning and you have to set the signs, where you're gonna go.
So schöner Starter. Ja. An dieser Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen, wer sich in den Chat einklinken möchte und kommentieren möchte, der muss das über die Duo Pepper Seite tun. Sollte. Wir, sollte. Ja. Müssen muss gar keiner. Müssen was. Muss gar keiner. Nur auf der Hannes und auf Nicoles Seite können wir nicht parallel lesen, da wir hier keine drei Geräte gleichzeitig laufen haben. Und an dieser Stelle möchten wir auch mal einen Gruß loswerden an die liebe Bianca, die jetzt heute leider Spätschicht hat im Rewe und uns leider nicht live zugucken kann. Aber ich hoffe, sie sieht es nachher, wenn wir... Ja. Also, sieht nachher unseren Gruß wenn sie nach, fertig ist. Nach ihrer Spätschicht. Genau. So, was singen wir denn jetzt Schönes? Such dir mal was Schönes aus. Ja, wir können doch einfach der Reihe nachmachen. Gehen wir der Reihe nach durch. Also, ich möchte mal kurz sagen, ich singe heute ein bisschen mehr als Hannes. Hannes hat heute ganz viel zu tun gehabt. Also, für die, die das nicht wissen, Hannes spielt Orgel in der Kirche. Kirche fällt leider wegen Corona auch aus. Und deswegen nehmen die das auf Video auf. Und also er und das Pfarrer-Ehepaar waren heute den ganzen Tag beschäftigt. Also deswegen hat er wenig Zeit gehabt und ich ein bisschen mehr. Und dann darf ich heute ein bisschen mehr singen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Nein. Echt gehabt. Das nächste Lied ist von Duffy. Duffy. Also nicht Duffy Duck, sondern Duffy. Duffy. Ooh.
war Mercy mit Duffy. Nein, andersrum. Duffy mit Mercy. Sowas, ja. Aber Burkhard, wir kriegen trotzdem deine Nachricht. Du schreibst uns doch hier, das müsste doch dann auf Duo Pepper sein. Ja, aber ist okay. Ja. Jetzt haben wir mal die Rollos. Sonst kannst du es ja live sehen. Jetzt haben wir die Rollos mal oben, da hast du sie unten. Ja. So, oh, lecker, lecker, lecker Tee. Lecker Tee. Lecker Tee. Mhm. Ja, also der Patrick hat geschrieben, ja, ich habe die eine Tasche tatsächlich vorhin schon einkaufen spazieren geführt. Das war auch ganz toll, da passt auch jede Menge rein. Also nochmal herzlichen Dank dafür. Ja, und natürlich Josephine für den Tipp, den sie ihm gegeben hat. Ja. Deine Freundin. Oder Frau. Wir wissen jetzt alles. Frau. Ja. So. Okay. Wir kennen euch jetzt viel besser, habe ich das Gefühl, oder? Ja, irgendwie schon, ne? So lernen wir uns richtig kennen, das ist echt total cool. Bin ich nochmal? Ja, du bist nochmal dran. Und zwar... Amy Winehouse, auch ganz groß in dieser Zeit, leider viel zu früh verstorben. Ohne Schuss. Jetzt bin ich langsam dran, mal ein Lied zu singen. Da muss ich mir das Fensterchen hier mal ein bisschen kleiner machen, weil ich mir da die Liedtexte schon hingelegt habe. Ah. So, ich muss jetzt wieder mal was ablesen, denn das kann ich noch nicht auswendig. Es gibt heute auch ein Lied, was ich nicht auswendig kann. So.
Okay. Ich brauche dazu aber doch das Capo. Ja. Ja. Das ist ein Lied, müsste 2007, 2008 rum gewesen sein. Oh, ich wollte eigentlich nichts verraten. Nicht, dass ihr hier jetzt das Kuckucksei findet. Das war, naja, egal wann. James Blunt. Eigentlich ist das einzige Lied von James Blunt, was mir so wirklich gefallen hat bisher. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden, das ist auch gut so. Das ist aber ein ganz kleines bisschen witzig. Na, natürlich. Wir haben so unsere, jeder kennt so die Schwächen des anderen, da kann man immer mal so in die Seite knüpfen. Ja, es macht aber trotzdem wahnsinnig Spaß. Oh, jetzt kommt mein persönliches Highlight. Patrick hatte eben noch geschrieben, dass das eigentlich ein Turnbeutel ist. Ja, hör mal zu, Patrick. Einmal zum Rewe laufen und zurück, das ist für mich wie Turnen. Das ist ja so. So. Also jetzt brauche ich ein bisschen Text. Ja, das sollst du haben. Es ist sehr, sehr, sehr lange her, dass ich dieses Lied gesungen habe. Ja. Es ist zwar von, oder was wolltest du sagen? Ja, es ist aber eine andere Version. Das macht ja nichts.
akustisch ist manchmal ein bisschen schwierig zu umzusetzen. Und deswegen machen wir auch mal, wenn wir Zeit haben, eine eigene Version draus. Diese haben wir ein ganz kleines bisschen geklaut, aber trotzdem akustisch. Ja. Machen wir es so mal. Hier ist für euch Lady Gaga. Ra, 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 ah, ah. Roma, Roma, ma, Gaga, ooh la la. Want your bad romance. I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. Mit euch, dass ihr das noch nie so gehört habt. Gut, wir haben es auch noch nie so gespielt, also für euch. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir das so gespielt haben, da haben wir noch auf Gran Canaria gelebt. A long, long time ago. So, und jetzt bin ich wieder dran. Aber ich muss auch erstmal einen Schluck trinken, um meine Stimme ein bisschen zu ölen. Seid ihr alle noch gesund eigentlich? Und fröhlich? Ja, danke Claudia. Ja. Super, danke schön. Zijn er nog mensen uit Nederland? Of kijken die daarna pas? Mayonnaise geschwannak. Oké. Nein, 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 nein.
das war nur eine Anspielung. Jetzt bin ich dran mit Singen. Ich singe nicht American Pie. Das wäre außerdem auch tatsächlich die völlig falsche Dekade, ja. Sometimes I hear the song and I start to sing along and I think, man, I'd like to see that girl again. Oh, oh, we were trying different things and we were smoking fine things, making love out by the legs of our favorite songs, drinking whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Oh, we were trying different things and smoking fine things, making love out by the legs of our favorite song, drinking whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long, singing Sweet Home Alabama all summer long. 83 Zuschauer, Alter, wow. Alter. Oh, schön, war am Samstagabend. Ja. Ah, ja, toll, dass ihr alle zuguckt. Mega. En alle Nederlandse mensen natuurlijk ook. Ik heb Frank gezien, ik heb De Maan gezien, ik heb Dorian. Dorian is erbij, mijn mama is erbij. Misschien kijkt papa ook nog wel, weet ik niet. Hallo. Lieve groetjes aan iedereen. Ja. We komen ook schon... Nein, noch nicht. Nee. Nein, wir kommen noch nicht zum Ende. Nein. Ja, also, wir haben jetzt noch zwei ganz, tolle ganz, ganz tolle Lieder, die Nicole für euch singt. Kuckucksei entdeckt. Haha. Denkt der. Ja, der wird sich wundern. So, Kuckucksei entdeckt. So, okay, na, ich bin mal gespannt. Da ist es. So, warte mal, ich hatte doch da ein Capo, glaube ich, ne? Welches kommt erst? Ja. Ui. Eine Nacht wie diese. So. Deze is voor Nederland. Ach Nederlandse so. Zangeres. Und Tanja Wenzel, ich komme nicht aus Ungarn, aber ich habe 7 Jahre dort gewohnt und habe immer mit ungarischen Kollegen zusammengearbeitet. Deswegen. Ich habe 26 Jahre in Holland gewohnt. Und sing dit liedje für alle Nederlandse mensen, die van Karel Emerald houden. You are. You see the smoke start to rise when they play cards.
nichts mehr. So muss der kurz sein, aber da kriegt man ja bald einen Knoten in den Fingern. Ja. So, ja, Moment, wir sind noch nicht so weit, Manuel. Also, ich wollte jetzt gerade das letzte Lied ankündigen, da müsst ihr alle wieder Oh schreiben. Ja. Oh, na gut, der Witz ist ausgeleiert. Aber haben wir nicht noch eine Menge zu erzählen, was wir morgen zum Beispiel spielen möchten? Dann erzähl. Wir möchten morgen wieder gerne eure Wünsche spielen. Also, könnt ihr mal drüber nachdenken, was ihr denn da noch gerne hättet. Vorzugsweise, was wir vielleicht in dieser Woche gespielt haben. Die Playlist dazu werde ich heute Abend noch veröffentlichen, was wir diese... Genau, ja, so ist das schon viel besser. Also die Playlist, welche Songs wir diese Woche gespielt haben, werde ich natürlich veröffentlichen. Und da sucht ihr euch dann was Schönes aus und dann gucken wir mal. Es hat sich jemand schon Old Town Road gewünscht von Johnny. Das ist, wie gesagt, morgen dabei. Ja. Und den Rest lassen wir uns mal überraschen. Also ich freue mich auch auf... Annika! So, naja. Nein, ist okay. Dann singe ich das halt mal. Nein. Oh, nein. Okay, ich sing's nicht. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr uns natürlich einen Like geben auf der Duo Pepper Seite. Ja. Roxette ist eine gute Idee. Ja. Auf der Duo Pepper Seite, auf Nicole den Arrow Singer Seite und auf meiner Seite, auf der Hannes Seite. Wenn ihr es noch nicht getan habt, einen Like. Ja, und Instagram. Und Instagram. Da sind wir. Duo Pepper Music, Nicole den Arrow Singer und Hannes Music kommen. Aber die kennt ihr wahrscheinlich alle eh schon. So, und womit geht's jetzt weiter? Jetzt geht es mit einem schönen, sehr, sehr schönen Lied weiter. Was wir auch ein bisschen selber umgebastelt haben. Ja, aber es passt. Es bietet sich förmlich dazu an. Weil wir nämlich keinen Bass haben. Genau. Und darum geht's ja in dem Lied. Und das ist jetzt unser letztes offizielles Lied für heute. I'm all about that bass, got that bass, no treble. I'm all about that bass, got that bass, no treble. I'm all about that bass, got that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk, all the right places. I see those magazines working up for the shop. Stelle ich dann die Frage aller Fragen, die der Patrick jetzt schon beantwortet hat. Also, welches war das Kuckucksei? Natürlich war es All About That Bass. Das war aus dem Jahre 2000. Wer weiß es?
Elli? Elli, komm. Elli. Oder Patrick. Ja, Patrick weiß es vielleicht auch. Wieso? Also John ist in 2011 geboren, also wir waren schon, haben schon hier gewohnt. Wir haben sogar schon da unten gewohnt. Ja. Na, also weiß es keiner? 15. 2014 würde ich mal ganz stark behaupten. Okay, aber guck mal hier. Danke, Julie. Ja, danke, 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 danke. Wenn ich mich jetzt bei jedem Einzelnen bedanken müsste, dann würden wir morgen noch hier sitzen. Manuel und Jenny morgen? Ja, übrigens, ein Hinweis. Morgen wird ein... Richtig, Elli. So. Also, morgen wird ein geschätzter Kollege von mir, ebenfalls und? Ein so ein von uns. Ja, aber ich spiele mit ihm zusammen in meiner Beatles-Band. Also, da hast du zwar recht, Steffen, aber das war ja nicht Sweet Home Alabama. Das war All Summer Long von Kid Rock. So, aber nochmal zurück zum Thema. Morgen macht ein sehr lieber Kollege von mir ebenfalls ein solches Online-Konzert. Um 7 Uhr abends? Um 19.30 Uhr. 19.30 Uhr. Ich werde euch auch den Link mal auf unserer Seite posten. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal reinzuschauen. Der macht nämlich mit seiner Partnerin auch ähnlich gute Sachen wie wir. Ja. Ja. Und danach könnt ihr einfach weitermachen bei uns. Genau, der macht nämlich bis 20.15 Uhr und danach machen wir für euch die Wunschbox morgen wieder. So, und jetzt ist es Zeit für unsere Zugabe. Zugabe, Zugabe, Zugabe. Es ist ein Duett. Ja. Aus 2001. Ja, ursprünglich von 67, aber 2001 wurde es neu aufgelegt und deswegen haben wir das jetzt mal hier auch mit reingenommen. Das zählt jetzt auch nicht als Kuckucksei, genauso wenig wie Sweet Home Alabama. Ja, Robbie Williams und Nicole Kidman. Genau. Something Stupid. Du, 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 du. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Since you despise the same old lies you had in mind before. And though it's just a lie to you, for me it's true, that never seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, it starts in red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Stars get red and all the nights so good. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so good. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Gebimmelt. Es ist 21 Uhr, Zeit für die Nachrichten. Da, da, da. Ja. Ja, das war's von uns für euch heute. Ich kann es. Sie hat fleißig geübt. Steffi, ja. Ja. Also, morgen sehen wir uns um 20.15 Uhr mit
euren Wünschen, mit euren Wunschhits in unserer Wunschbox. Ja, ansonsten haben wir schon alles Wichtige gesagt. Wir danken euch für alle tollen Nachrichten, die wir bekommen haben. Und ja, wir machen auf jeden Fall erstmal so lange weiter, wie wir können. Und bis uns die Lieder ausgehen oder bis uns die Zeit fällt. Allerdings am Karfreitag werden wir eine kleine Pause einlegen. Das ist so viel jetzt schon vorweg. Klar. Am Karfreitag wird sich nicht amüsiert. Da machen wir auch eine kleine Pause, eine kleine Schaffenspause für uns. Wir dürfen uns dann auch mal ausruhen. Und am Samstag geht es dann weiter. Aber bis dahin haben wir noch Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das kriegen wir schon alles hin. Also, in diesem Sinne, denkt euch Wünsche aus für morgen. Und dann schaltet morgen wieder ein. 20.15 Uhr auf Duo Pepper. Auf Nicole denn als Singer-Seite oder auf meiner Seite. Ja. Bis dahin, bleibt gesund. Und bleibt zu Hause. Bedankt für das Geigen. Tot morgen. Küsse noch heute Backup-Totadok. Thank you for watching us. Bye bye.